Hallo und herzlich willkommen zurück zu Link's Awakening. Wir sind mit Marin unterwegs und jetzt probieren wir mal ein bisschen Zeug. Hey, Tierquälerei, das arme Huhn. Aha, gegen den Fuchs hat sie nicht. Sollen wir mal gucken. Weil, wenn man das Huhn ein bisschen, wenn man das genug malträtiert hat, dann hat sie früher was Neues. Haha, was? Ich hab nicht. Ah, was? Ich hab das so schnell weggedrückt. Marin, gib dich der Lust hin. Marin, komm mal mit. Wir müssen mal ein erstes Wörtchen miteinander reden. Erstmal, was mit Talin? Talin? Oh, nicht Honig. Ja. So, jetzt nochmal Huhn. Ja, immer schön drauf. Was? Aha. Die hat sie ja nicht mehr alle. Unglaublich. Aber viel mehr Geheimnisse kenne ich nicht. Ich soll nur hier reingehen. Das hat Jenny gesagt. So, Link, kann ich das auch mal versuchen? Was sagst du? Boah. Marin. Marin. Hey, wie? Sie kann da unten steuern, hä? Oh Gott. Den will ich gar nicht haben. Guck mal, der steuert in drei Richtungen. Das kann ich nicht. Nein. Oh nein, er ist sauer. Was sollte das denn jetzt? Also gegen die Regeln. Los, raus. Marin. Oh, danke, Jenny, für den Tipp. Dann mal gucken, ob wir noch... Marin, danke. Wir gucken einfach noch ein bisschen durch die Gegend. Kann ich hier irgendwas regeln? Regeln mal was. Tach. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück zum Zoodorf. Wo wir ganz schnell... Achso, ich weiß wo. Hier ist so... War hier ein Teleporter? Ich dachte schon direkt am Anfang sogar. Bam, badadam. Attacke. Hey, guck mal da, direkt am Anfang. Wie ich gesagt habe. Friss mal einen Apfel jetzt. Los. Nein. Oh Mann. Ah! Lass die in Ruhe. Komm mit. Zoodorf. Yeah, sie steht am Ende. Ui. Link, mir ist schlecht. Egal, was sie sagen hier. Jetzt gehen wir zum Walboss. Sie kann so schön rennen, das ist total toll. Alter, grüne Äpfel. Willst du einen grünen Apfel? Marin. Die füllen Herzen besonders gut auf. Ich mag tatsächlich rote Äpfel lieber. Guck mal. Halt. Achso, da oben bestimmt. Da ist es ja das Walross. Sollen wir es wecken? Link, links an dein Gesicht. War das geplant? Da ist jetzt aber jemand munter. Ein Hase. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, diese Karnickel. Tja, dann gehe ich jetzt mit ihm nach Zoodorf. Komm doch später auch mal vorbei, Link. Okay, und wir machen jetzt Abenteuer weiter. Das war unser Erlebnis mit Marin. Okay, hier anscheinend nicht. Ich gucke nochmal hier an den Bäumen. Da nicht. Weil könnt ihr einfach an jedem sein. Da war ein Äpfel dran. Hier nochmal. Oh, ich muss gleich niesen, ich spür's. Nase, halt dich zurück. Ja? Schaffe ich es, ihn zurückzuhalten? Wenn meine Augen aus mir rausfallen. Es bleibt beim Nein. Ah ja. Die Pokies. Glaube ich. Wie bei so einem Minispiel. Mal schauen, wie es jetzt mit uns weitergeht. Wo kann ich denn hier lang? Was soll's? Der guckt mir so komisch. Als gäb's da nichts. Naja. Da oben noch lang. Zum Treibsand gehe ich mal noch nicht. Okay. Jetzt die Frage, was heißt das? Nein, nein. Oh, meins. Meins. Ja, ich höre das. Au. Komm schon. Ach, bestimmt hier irgendwo in der Ecke. Was gibt's hier? Also hier gibt's Minimum noch eine. Ja, dachte ich mir. 18?
glaube ich. Mal auf die Nummer schauen. 20! Alter, hab ich mich so verrechnet? Wow. Ey, so verrechnet, verzählt. Und nochmal eine. Hier hat's gepiept. Los, schnapp dir eine Muschel. Link, du hast es drauf. Oder kann man die Kakteen irgendwann wegmachen? Achso, ich kann mir denken, wo. Ich sehe das. Ja, ich bin schlau. Eine Zaubermuschel. Die glaube ich wieder mit 30 dann. Die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume. Beide vergehen am Ende. So. Wer wagt es, auf dem Sand herumzulaufen und meine Ruhe zu stören? Was denn? Okay, das kann ja kein Problem werden. Ich habe das Gefühl, das war auf dem Gameboy schwerer. Oh mein Gott, jetzt wäre ich ja fast einfach in die Richtung gehüpft. Nein, lad auf. Oh, Schlitz. Er hat einfach so eine Turbine hinten am Popo. Das wirkte früher eher wie so Greifzangen. Nein. Mann, au, und er tritt mich immer. Oh, ob seinen Füßen oder Fühlern da dann schwindelig wird, wenn er es immer so macht. So. Wo kommst du? Los. Haha. Ich wohne doch hier. Der Schlüssel. Mein Schlüssel. Nehmen. Ich hab ihn berührt und wollte ihn nehmen. Ich weiß nicht, was ich jetzt falsch gemacht haben soll. Aber ich habe Schlüssel bekommen. Du hast den Wunderschlüssel erhalten. Yeah. Hier hat was geknackt gerade. So. Okay, da kann ich mir denken, wo es hingeht. Wieder oben aus der Tür raus. Aber hier unten kann man noch Sachen wegsprengen und wir haben ja 60 Bomben. Haben wir schon irgendwas übersehen? Offensichtlich? Nee. Was kommt denn hier hin? Und hier müssen wir auch mal weitermachen. Was ist das? Achso, wenn ich einmal sterbe, genau. Ich war noch nicht Game Over, ne? Nee. Doch, dreimal. Ich war noch nicht Game Over, ne? Weg. Komm, vielleicht gibt's da was. Nein, den hättest du doch noch besiegen können. Los. Yeah. Ein Herzteil. Ja. So, mit dem Schlüssel, das ist für Level 4, ne? Wunderschlüssel. Das müsste für das Wasser-Dingen sein. Hey, Link, du bist gerade gegen die Wand gelaufen. Hältst du dich für clever? Mein Kopf, aua. Ja, achso, wir haben... Ja, ich weiß jetzt, wo ich die eine Muschel nicht mitgezählt habe. Die, die wir eben noch vorher geholt haben an dem Baum. Oder? Nee, warte mal. Hier kommt jetzt eine Muschel. Ich bin auch echt dumm. Was hier ist? Als ob hier nichts ist. Ha. Was? Hier unten erst wieder. Okay, das heißt suchen. Gebet mir eine Muschel. Uhu. Ich habe keine Zeit, ich muss die Welt retten. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Soll zum Wasserfall in den Bergen gehen. Danke für den Spoiler, Spoiler-Owl. Goddammit. Das war voll von Game Grumps geklaut. Das ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Dieses Gepiepe für die Muschel kam erst, als ich da runter gehüpft bin. Also wird das ja wohl auch nur erst irgendwo hier rumliegen. Da liege ich da so falsch. Ich grab mal noch bis. Aber dann hättest du doch auch schon da oben angeschlagen. Wie hier jetzt nicht. Erzähl doch nicht. Das ist doch gelogen. Hier piept's. Es piept doch. Zwischen den Dingern? Hier irgendwo? Au. Goddammit. Das ist ja zum verrückt werden. Oder vielleicht genau da an den Dingen, wo man runterhüpfen würde. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Hey, ich wurde gerade getroffen. Au. Jus. So, gehen wir mal direkt ans Eck. Und das Spiel weiß einfach nicht, mit seinem eigenen Tracker anzufangen. Ich glaube, das setzt hier um. Zack, zack. Mann, wo ist die Muschel? Warum kann ich das da nicht umgraben? Oder vielleicht auch erst unten am Wasser dann. Obwohl, aber es macht irgendwie keinen Sinn.
Komm mal, mal gucken. Hier, ab hier macht es das. Dann wundert es mich, dass es nicht da ist, tatsächlich. Aber wann macht es, wenn ich da zurückkomme? Anhalten. Hier. Also bis hier. Und von da aus. Ab hier. Aber du müsstest ja in irgendeinem von diesen 8 Feldern sein. Aber du hast ja schon gegraben. Vielleicht brauche ich eine bessere Schaufel. Gibt es das? Nee. Na gut, dann reicht das jetzt. Dann kümmere ich mich da später drum. Ich meine, wir haben jetzt schon 21 Muscheln. Das soll uns erstmal einer nachmachen. Oh. Du machst dich heute. Total hin und weg von Marens Lied. So, achso, wir wollen ja sowieso woanders hin. Vielleicht auch hier? Alter, das gibt es doch nicht. Oh, bestimmt an dem anderen Baum. Vielleicht hier. Nee. Nun gut, dann erstmal weg hier. Damit müssen wir uns nicht weiter beschäftigen als nötig. Ich habe voll Bock, hier richtig weiterzukommen. Ja. Yeah. Okay, Graben. Das Spiel sagt Muschel, ich sag, ich suche. Das Spiel sagt Muschel und ich finde die nicht. Ich bin traurig. Der Muscheldetektor ist mir ein bisschen zu vage. Frag mich, was man noch alles mit Marin hätte machen können. Das ist die Gelegenheit, hat das Spiel gesagt. Man kann das nicht genau auf dem Feld dann so ein dummes Geräusch machen. Muss ich jetzt da reinkommen? Ist das ein Loch? Kann ich da reingehen? Diese Felder regen mich auch auf, weil die wirken immer so, als könnten sie was verstecken. Was hier? Ne, da habe ich, glaube ich, schon. Habe ich schon probiert. Hey, guck mal da! Erstmal weg mit dir. Au. Und hier hin. Hallo. Der Shield. Ah, man kommt mit einer Treppe dahin. Gut. Dann werde ich die Flossen wahrscheinlich auch erst später bekommen. Wahrscheinlich in dem Tempel, weil wenn da eine Treppe ist. So, jetzt macht es gleich wieder Ding. Genau hier. Ne, da auch nicht. Kann ich dahinter laufen? Nein. Was soll denn das? Dieser Muscheldetektor macht mich fertig. War hier nochmal? Wo? Ich bin doch überall. Ich mach doch was. Ich tu doch, was ich kann. Ach, jetzt reicht's aber. Aber da oben in dem einzelnen Busch. Der ist verdächtig. Mann! Dein Rubin! Na und, nehm den anderen mit. So, dann kann ich hier jetzt bestimmt irgendwo rüberrennen. Hey, guck mal, wisst ihr, was ich nicht machen kann? Da rüberrennen. Gott, verdammt. Was soll ich denn jetzt machen? Hinterhang habe ich nicht. Boah, aber ich kann da rüber. Ganz easy. Was? Da haben sie einfach da eine Levitierung reingemacht. Nein. Ich war so sicher. Ah. Kann ich hier? Ist das leichtes Wasser? Alter. Link, du bist sehr talentiert. Los. Okay, nein. Der bleibt an den Blumen hängen. Tragisch. Naja, immerhin. Hört auf damit. Oh. Da wollte ich nicht buddeln. Heia! So. Jetzt ist die Frage. Wie komme ich woanders hin? Aua, Mann, ich bin Sau. Ja, hast du recht erkannt. Ich bin Sau. Na, 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 na. Aha. Na klar, bestimmt. Da gucke ich jetzt noch lang. Ob wir von hier aus irgendwie noch was machen können. Ah, weg. Au. Das Feuer spuckt nach mir. Das ist gemein.
Yeah! Okay. War ich hier schon? Komme ich da so rüber? Da kann ich aber rüber hüpfen. Jetzt erzähl nichts. Weg. Und. Ja! Nein! Warum denn nicht? Dann kann ich von da oben bestimmt runterfallen. Halt. Auch nicht. Gab's noch was? Es gibt zwei Ausgänge. Okay, war ich schon? Der ist ja. Das ist, okay, er hat nicht gelogen. Er hat sich verlaufen. Okay. Noch ein Eingang? Okay. Nee. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe gerade richtig Bock, noch weiter zu spielen. Und sage bis dahin und tschüss.